Kunst entdecken auch im Nachbarland. Das war die Idee von Jonas Wiedelmann. Damals, vor 6 Jahren. Nun ist sie Wirklichkeit. Ein Internetportal, ein Netzwerk für die Gegenwartskunst. Hüben wie drüben. Vom Museum bis zum Projektraum, vom Atelier über den öffentlichen Raum bis hin zur Galerie. Wie hier in Ustinadlabem. Die Galerie Hranitschar ist eine der 60 Institutionen, die man bereits auf der Webseite finden kann. Als Nutzer gehe ich auf die Website und ich sage, ich habe 5 Tage Zeit, 2 Stunden. Ich will 10 € ausgeben, kein Geld. Ich möchte mit dem Auto unterwegs sein, mit dem Fahrrad. Ich möchte es familiengerecht. Also ich selber entscheide, was ich brauche, was mir gefällt, was meine Wünsche sind. Und Cultura Digital schlägt einem dann eine Tour vor. Das tagesaktuelle Portal ist für alt und jung gedacht, für jedermann. Alle Informationen finden sich dort auf Deutsch, Tschechisch und Englisch wieder. Wir legen Wert darauf, dass die Texte verständlich sind, dass kein Experte, du musst kein Experte sein, um Cultura Digital zu nutzen. Und die Orte, die wir mit in diesem Netzwerk haben, ist uns auch wichtig, dass die Menschen vor Ort haben, die mit dir reden. Du kannst immer hingehen, du kannst immer eine Frage stellen. Das grenzüberschreitende Projekt wird durch die Europäische Union mit einer Gesamtsumme in Höhe von 810.000 Euro gefördert. Geld, das gut angelegt ist, meint man auch in Ustinadlabem. Ich glaube, Cultura Digital ist eine gute Chance für uns alle. Von diesem Austausch haben wir wirklich alle etwas. Dieses Portal hilft, dass auch die Menschen aus Sachsen die Orte der Kunst, der Kultur in Ustinadlabem in Zukunft besser und schneller finden werden. Möglich wurde das Projekt auch durch die enge Zusammenarbeit der TU Dresden mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Schon Goethe sagte ja, Reisen bildet, und Mark Twain sagte ebenfalls, Reisen tötet. Vorurteile. Und ich glaube, darum geht es eben auch, dass wir wirklich den Elbe-Laber-Raum als einen großen Kulturraum begreifen und verstehen. Und diese Grenze natürlich geopolitisch existiert, aber eigentlich ja für uns gar keine Bedeutung hat. Ja, das Interessante ist, dass es hier zu einem gemeinsamen Raum der Diskussion kommt über Gegenwartskunst, was natürlich auch für die politische Verständigung zwischen Sachsen und Böhmen, zwischen Deutschland und Tschechien ganz elementar ist. Von diesem Projekt profitiert auch die Galerie Ursula Walter in Dresden. Hier freut man sich schon auf den Austausch mit Gästen aus der Grenzregion. Ganz im Sinne des großen Netzwerkes Cultura Digital.